euch in der dritten Lektion ein Rumba-Solo-Stück, das ich für euch komponiert habe. Und wir werden da die drei Techniken anwenden, die wir in der zweiten Lektion erarbeitet haben. Das heißt, ich werde es zuerst im normalen Tempo spielen und danach zeige ich es detailliert und langsam, so dass es verständlich ist für alle. Okay, viel Spaß! Von dieser Lektion 3 Tablaturen und Noten gemacht. Die könnt ihr herunterladen beim Videobeschreib. Eine PDF-Datei liegt davor. Okay, jetzt machen wir das schön langsam und dazu muss ich noch sagen, in diesem Stück habe ich natürlich diese drei Akkorde, also vier Akkorde hinzugefügt, wo wir in der ersten Lektion und in der zweiten damit gespielt haben. Das wäre das D-Moll, das A-Moll, das E7 und das A7. Okay, diese vier Akkorde sind da dabei. So, mit dem dritten Finger, vierte Seite, dritter Bund, fangen wir an. Dann kommt die PI-Technik mit D-Moll. Hier und hier spielen wir mit dem Daumen einfach drunter ziehen und dann kommt der Bigato zum Einsatz. Mit I anfangen, rechte Hand und linke Hand, vierten Finger auf der zweiten Seite, dritte Bund. Wieder D-Moll, wieder dieses Arpeggio. Genau hast das alles mit Daumen, also Daumen, so, also alle Akkorde, wo wir mit dem Daumen runterspielen, das kommt ja ziemlich oft vor in diesem Stück. Bei D-Moll ist dann einfach ab der vierten Seite, bei A-Moll wäre es ab der fünften Seite, bei E7 ist es ab der sechsten Seite und bei A7 wäre es auch ab der fünften Seite, dann wie A-Moll. Hiermit ist die dritte Lektion beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert mich. Demnächst lade ich die neue Lektion 4 hoch. Also, bis bald. Viel Spaß beim Üben und hasta pronto. Ciao.